Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Portaltag Nummer 6 in Folge, heute hier im Mai. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr könnt euch hier, wie gehabt, zwischen zwei Stapeln entscheiden und die Anfangszeiten sind hier unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ja, ich hoffe, einige von euch konnten sich gestern ein bisschen erholen und hatten vielleicht sogar frei, mussten nicht arbeiten oder konnten Zeit mit ihrer Familie verbringen oder auch mit sich selbst, mit den eigenen Engeln, mit Naturgeistern, Kräften. Vielleicht wart ihr spazieren oder im Garten, so wie ich. Ja, ihr habt hier die Möglichkeit, Personen zu belegen, Situationen, bestimmte Themen, die euch gerade sehr beschäftigen. Und nehmt euch gerne noch einen Moment Zeit dafür, euch hier zu entscheiden. Es gibt auch noch zusätzlich ein paar Tarotkarten auf die einzelnen Stapel. Und ein paar Charms. Hier haben wir das Map-Orakel-Deck und hier haben wir das Engel begleiten deinen Weg-Orakel. Und ich freue mich auf euch. Bis gleich. So, wenn du dich für dieses Orakel hier entschieden hast, für dieses Reading, dann ist das hier der Zitrin für dich. Und wir schauen mal direkt in die Orakelkarten, welche Energien die Engel dir heute mit auf den Weg geben möchten. Liebes Universum, was dürfen die Menschen, die sich für diesen Stapel entschieden haben, heute beachten? Welche Energien? Zack, da kommt die Chantal für dich. Eine neue Romanze steht vor der Tür. Sei es mit jemandem Neuen oder durch Wiederentfachen der Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Ah, sehr schön, sehr passend. Heute ist auch Freitag. Der Tag der Venus, der Tag der Liebe. Das ist doch sehr vielversprechend. Sehr schön. Dann nehmen wir doch direkt mal ein paar Tarotkarten drauf. Oh ja, da kommt auch schon die erste. Das ging schnell. Da haben wir die Närrin oder den Narren. Hier beginnt etwas neu. Hier möchte etwas neu beginnen. Sei es, dass hier ein ganz neuer Mensch in euer Leben kommt, ja, für die Singles oder vielleicht jemand, den du gerade erst kennengelernt hast oder den du noch kennenlernen wirst. Da wir hier aber auch die Null abgebildet haben und die Karte ist ja auch nochmal bestätigt, kann es auch durchaus sein, dass es in einer bestehenden Beziehung einen Neuanfang gibt. Die Karte kam auch so ein bisschen so, ne, seitlich heraus. Ich nehme das immer ernst, was die Karten hier so tun. Und von daher könnte es sein, dass es hier vielleicht noch irgendwie eine Blockade gibt in eurem Kopf, im Kopf eures Gegenübers oder in der äußeren Welt. Oh, der Hierophant. Sehr interessant. Kam der nicht gestern auch schon raus? Die Hierophantin. Wir haben jetzt zwei große Arcana-Karten, zwei große Trumpfkarten. Das ist sehr intensive Energie, ihr Lieben. Da wir uns im Bereich der Liebe und Partnerschaft befinden, steht der Hierophant für mich auch immer ja für eine wirklich verbindliche Partnerschaft. Manchmal wird er sogar mit Heirat in Verbindung gebracht. Vielleicht bist du verheiratet. Dann bezieht sich diese Karte auf deine Partnerschaft. Und mit dem Narren hier möchtet ihr einen Neuanfang starten in irgendeinem Bereich eurer Beziehung. Oder eine Beziehung auf ein neues Level, auf eine neue Ebene bringen mit dem Hierophanten. Wir haben hier übrigens das Sternzeichen Stier abgebildet. Der Narr wird manchmal auch mit dem Widder in Verbindung gebracht. Dieses Zeichen können in eurer Chart sein, müssen aber auch nicht. Ja, dann sind das hier Tagesenergien. Ich hätte gerne noch eine Karte, liebes Universum. Also für die Singles unter euch ist wirklich ein Neuanfang oder eine neue Beziehung. Könnte hier sehr, sehr ernst werden, einen sehr ernsten Verlauf nehmen. Okay, und es könnte wirklich sein, dass es euch aus heiterem Himmel erwischt. Ja, also der Turm ist für mich keine negative Karten. Ihr wisst, es gibt im Grunde keine negativen Karten. Der Turm steht für etwas Plötzliches, was uns erschüttert. Und das kann auch ein positiver Durchbruch sein. Und in diesem Zusammenhang könnte es wirklich gut sein, dass es hier einige wirklich aus heiterem Himmel erwischt zum Thema Liebe.
Es könnte auch sein, dass ihr ein Ereignis innerhalb eurer Partnerschaft oder Wunschpartnerschaft euch erschüttert hat, getroffen hat, etwas Plötzliches passiert. Ich habe hier keine negativen Karten liegen, von daher entweder ist das Ereignis an sich positiv oder wenn es das nicht ist, dient es trotzdem eurem persönlichen Wachstum hier mit der Närrin, mit dem Narren, der im Übrigen auch ja, der Wanderer ist im Tarot, der sich durch alle großen Arkanen durchbewegt von 1 bis 21. Und du bist ja auf jeden Fall gerade auf dem Weg. Vielleicht entfernst du dich auch von jemandem. Sie geht hier in eine andere Richtung, weg von dem Turm und dem Hierophanten. Also ich kann es nicht ausschließen, dass einige von euch auch gerade dabei sind, hier eine Beziehung, die euch sehr stark gefordert hat und euch nach vorne gebracht hat, euch vieles gelehrt hat und vieles bewusst gemacht hat, denn der Hierophant ist auch immer jemand, der uns etwas lehrt. Und dass ihr jetzt aber quasi genug habt, auch von dieser Energie, schaut da bitte, was für euch stimmig ist, und ihr euch jetzt entschieden habt, mit leichterem Gepäck euch auf den Weg zu machen in eine neue Beziehung oder vielleicht auch in eine Zeit des Single-Daseins. Das kann sehr unterschiedlich sein, entschuldigt bitte. Ja, also selbst wenn hier eine Trennung stattgefunden hat oder ihr gerade dabei seid, hier mit der neuen Romanze wird auf jeden Fall, hier wartet etwas Besseres auf euch, sollte das der Fall sein. Ich hätte gerne noch eine Klärungskarte auf den Turm, liebes Universum. Nehmen wir denn das Tarot nochmal dazu? Ja, wir nehmen nochmal hier das Tarot. Eine Klärungskarte auf den Turm, liebes Universum. Mit so heftigen Energien hatte ich hier nicht gerechnet. Wenn das wirklich eine Tagesenergie ist, dann kann heute etwas Unverhofftes geschehen. Ich sage es aber nochmal. Mit dem Turm hier kann das auch ein positiver Durchbruch sein, dass du hier etwas erkennst mit dem Hierophanten, das dich durchaus befreit, ja, und dir hilft, hier unbeschwerter durch dein Leben zu gehen. Und auch mit der neuen Romanze ist hier auch durchaus auch ein Blitz der Liebe. Meine Güte, was ist denn los bei euch? Der Eremit, noch eine Arcana-Karte, eine große. Ja, okay, also ihr habt hier auf jeden Fall. Ihr seid hier gerade ganz stark in einem Entwicklungsprozess. Und der betrifft natürlich in erster Linie euch selbst. Wenn der Eremit den Turm klärt, dann heißt das, egal was hier passiert, ob dieses Ereignis positiv ist oder du es eher als negativ wahrnimmst, es dient deinem inneren Wachstum und dass du hier etwas in dir entdeckst, eine innere Weisheit, ein Talent, irgendetwas, eine innere Stärke, die dich weiterbringt, dich näher zu dir bringt, auf deinen Weg, näher an das Leben, was du dir wünschst, auch wenn das vielleicht gerade nicht so aussieht. Mit dem Hierophanten ist wirklich eine sehr interessante Karte. Ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, als die gefallen ist, damit werden oft auch Legungen oder sie taucht oft in Legungen auf, die wir erst im Nachhinein verstehen. Sie ist sehr stark verbunden mit der geistigen Welt. Manche sagen auch, dass sich damit quasi das Universum selbst reinlegt ins Deck. Die Intervention sozusagen. Ja, also vielleicht findet hier gerade eine spirituelle Intervention statt, die du nicht in der Hand hast. Wir sind in einem Fünferjahr. Auch das sage ich immer, wenn der Hierophant, die Hierophantin auftaucht. Und du hast hier so viele große Arkanen liegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es hier um einen Prozess geht, der nicht nur den heutigen Tag betrifft. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn auf der Rückseite? Wir haben den König der Stäbe auf der Rückseite, ein Feuerzeichen. Löwe, Schütze, Widder, insbesondere Löwe. Interessante Legung. Ja, meine Güte. Meine Güte, ihr Lieben, lasst mir noch gerne einen Kommentar da, was hier bei euch los ist. Das ist ja schon außergewöhnlich. Was habe ich denn noch? Was kriege ich noch? Ja, also wirklich, für einige kann es sein, dass ihr hier den Status des Single-Daseins verlasst.
sehr plötzlich. Damit habt ihr nicht gerechnet. Und es hier in eine stabilere Partnerschaft geht. Die neue Romanze steht vor der Tür. Ich nehme mal das Buch dazu. Das mache ich nicht so häufig, aber hier hätte ich es jetzt wirklich gerne genauer gewusst und lese euch nochmal kurz den Text vor, den ich jetzt gerade auch nicht mehr komplett im Schirm habe, von der Chantal. So. Zusätzliche Botschaft dieser Karte. Du hast dich nach mehr Romantik und Leidenschaft gesehnt und dein Gebet wurde erhört. Ich bin der Engel der romantischen Liebe zu deiner Hilfe gesandt. Eine neue Liebe kommt auf dich zu. Du kannst ihr den Weg ebnen, indem du dein Herz öffnest. Je mehr du die neue Liebe willkommen heißt, desto mehr Romantik kommt auch in dein Leben. Sei auch deinem Partner gegenüber romantisch. Äußere deine Gefühle freimütig, sei spielerisch wie wir Engel. Vor allem jedoch sei offen und liebevoll zu deinem Partner. Das fördert den Fluss der Liebesenergie, so dass er zu dir zurückfließt. Ich werde dich dabei führen. Vielleicht inspiriere ich dich zu Taten, die scheinbar nichts mit Liebe zu tun haben. Doch du wirst spüren, wie ich dich ermutige, zum Beispiel zum Sport zu gehen, einen Abendkurs zu belegen oder eine neue Bekanntschaft zu vertiefen. Du erkennst mich daran, dass ich ein starkes Gefühl in deinem Herzen auslöse und es dann mit Wärme umgebe, als würde ich dich umarmen. Je mehr du meiner Führung folgst, desto schneller wird sich dein Wunsch erfüllen. Ja. Gut, also bitte folgt jedem Impuls, den ihr in nächster Zeit bekommt, in Bezug auf Romantik und Partnerschaft. Wenn deine Frage überhaupt nichts mit Partnerschaft zu tun hat, dann kannst du das ja auch zum Thema Selbstliebe deuten. Dann gilt für dich aber auch dasselbe, ja. Vielleicht kommt dir von außen etwas auf dich zu oder ein Ereignis in deinem Inneren bringt dich dazu, dich noch stärker auf dich zu konzentrieren oder hat dich schon dazu gebracht, dich noch stärker auf dich selbst zu konzentrieren. Und du bist hier gerade dabei, entweder einen neuen Kanal oder eine noch intensivere Verbindung zur Spiritualität, zur spirituellen Welt aufzubauen. Und ja, das wird dich hier auf eine Art und Weise befreien, die du jetzt vielleicht noch gar nicht spüren kannst. Eventuell ist ja auch eine neue Beziehung am Arbeitsplatz möglich mit dem Eremiten und dem Laptop hier. Ich habe hier schon das Gefühl, es ist ein sehr romantischer Stapel, der sich mit Beziehungen beschäftigt. Wenn das gar nicht dein Thema ist, dann schau doch vielleicht im anderen rechten Orakel vorbei, in dem rechten Stapel. Dann ist da vielleicht eine Botschaft für dich drin. Denn ich würde das jetzt hier nicht krampfhaft versuchen, auf Job umzudeuten. Es tut mir ein bisschen leid. Job. Ja, ich versuch's mal. Also wir haben ja den Turm, den Eremiten. Hier hat sich etwas verändert. Dein beruflicher Status, deine Situation hat sich stark verändert oder wird sich verändern oder du bist gerade dabei, etwas stark zu verändern. Oder die Veränderung kam von außen. Ist in letzter Zeit ja häufiger passiert. Und du warst vielleicht eine Zeit lang oder bist gerade arbeitssuchend oder überlegst, wie es weitergehen soll, möchtest vielleicht deine Stellung wechseln, verändern, deinen Beruf verändern. Und diese Veränderung hier gibt dir die Chance dazu. Der Hierophant steht auch für Verantwortung, dafür, dass wir vielleicht andere Menschen etwas lehren möchten oder auch, dass wir selbst Vorgesetzter sind. Ja, also schon eine Art von Autorität, Autoritätsperson darstellen. Vielleicht möchtest du das auch. Vielleicht möchtest du dich auch selbstständig machen. Auch das kann sein. Und dann möchten die Engel hier, glaube ich, trotz allem, auch wenn sich das hier eher auf Liebe bezieht, dabei helfen, ja, vielleicht ja auch wieder einen Beruf, die Leidenschaft für einen Beruf neu zu entfachen oder aber die Leidenschaft für eine neue Tätigkeit entfachen, ja, vielleicht auch für ein Hobby, falls du gar nicht mehr arbeitest oder nicht arbeiten willst oder musst, ja, dann kann sich das ja auch auf ein Hobby beziehen. Auf jeden Fall sind das Veränderungen, die wesentlich sind, ja, ich sag's nochmal, 4 große Arkane, das kommt nicht so oft vor. So, wir schauen mal in deine Charms. Das wird wieder ein ewig langes Video. Aber es ist, wie es ist. Ach, da kommt die 6. Die fällt mir als erstes ins Auge hier. Die Herzensentscheidung und überhaupt Thema Entscheidung.
Geh den Weg des Herzens, die Liebenden. Ja, auch Thema Partnerschaft hier nochmal angesprochen mit der 6. Puh, Mann, Mann, Mann. Tja. Wir gucken erstmal deine Charms hier. Das dritte Auge passt sehr schön zum Hierophanten, wenn du meditierst. Oder ansonsten vielleicht auch noch nicht meditierst, aber gerne möchtest. Das dritte Auge-Chakra wäre jetzt hier besonders empfänglich für Meditation. Das möchte sich weiter öffnen mit dem Hierophanten besonders auch. Dann haben wir hier das Wurzelchakra, die Verbindung nach unten, die Erdung ist in solchen Momenten auch wichtig. Bei aller Öffnung nach oben brauchst du auch deine unteren Chakren, die dich schön verwurzeln hier mit der Erde. Also sich barfuß auf den Boden stellen ist da eine gute Technik, wirklich bewusst zu spüren, dass da ein Boden ist, der dich trägt, damit du nicht den Boden unter den Füßen verlierst in solchen Momenten. Sehr, sehr schön. Ich lege das hier mal dazu. Dann haben wir hier das Holzchakra. Das ist so ein bisschen für mich mit dem Herrscher verbunden. Hier geht es um neue Strukturen, die sich ausbilden wollen, denn hier werden alte Strukturen zerstört, alte Denkweisen, vielleicht auch die Art, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du deinen Job betrachtest, deine Beziehungen. Ja, dann haben wir hier das Herz. Sehr schön. Und das ist ein sehr erdiges Herz. Also dauerhafte Verbindung, dauerhafte Beziehungen möchten jetzt hier entstehen oder vielleicht auch wieder vertieft werden. Für den einen oder anderen mag es sich auch um Freundschaft handeln, ja, dass es hier um Freunde geht, Familie, ist nicht auszuschließen. Dann haben wir hier nochmal den Hinweis auf den Ton Om. Das könnt ihr, glaube ich, nicht so gut sehen, ne? Hier in der Mitte ist das Om-Zeichen abgebildet. Und ja, nochmal der Hinweis hier, Meditation, insbesondere auch mit dem Eremiten und dem Hierophanten, kann dir jetzt wirklich hier innere Stabilität und Frieden bringen und dir helfen, dich noch mehr zu verbinden, Dinge hinter den Schleier zu schauen sozusagen, von Menschen, von Situationen. Auch kreative Beschäftigung, die dich wieder mit dir selbst verbindet, ist heute sehr, sehr begünstigt. Und wir haben einige Charms hier, und zwar das P, das H, einige Charms, einige Buchstaben, das P, das H, das O, das F, das K und das L. Vielen Dank auch an alle, die fleißig unter dem Video kommentieren dazu. Das hier können Anfangsbuchstaben sein von Personen, Namen, Orten, Worten, Geistführern, Engeln. Vielleicht laufen dir diese Buchstaben heute auch vermehrt über den Weg. Ja, das H für die hohe Priesterin, nicht hohe Priesterin, sondern für die Hierophantin, den Hierophanten, manchmal auch Papst oder Päpstin genannt. Ja, die 0 für den Narren, das O, der Kreis. Sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn euch da noch mehr einfällt und ihr glaubt, dass das hilfreich ist für euch und für andere, kommentiert das gerne unter dem Video. Ja, der König der Stäbe kann eine Person sein, die hier eine Rolle spielt, sie liegt aber nicht direkt im Deck. Also ich würde sagen, ja, es mag sein, dass es hier um ein Feuerzeichen geht. Darunter liegt die Königin der Kelche, auch Wasserzeichen können hier angesprochen sein. Ihr Lieben, vielleicht wird es mal wieder Zeit für ein Liebesorakel, für ein Liebesreading. Lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, ob wir hier nochmal genauer reinschauen sollen. Das soll aber an dieser Stelle reichen. Ich würde das jetzt hier erstmal beenden und ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen helfen, diese wirklich heftigen Energien ein bisschen besser zu verstehen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen zum neuen Portaltag-Orakel. Ich werde heute auch noch ein Orakel drehen bzw. veröffentlichen. Und ja, ich schaue mal, welche Energien da zu uns möchten. Ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, wie gesagt, das konnte euch helfen. Macht es gut, bleibt gesund, ciao!
Hallo ihr Lieben, wenn ihr euch hier für den rechten Stapel und den Aventurin entschieden habt, dann schauen wir doch mal direkt in euer Map-Orakel. Was für Energien möchten heute zu euch fließen? Gibt es hier heute Herausforderungen oder positive Energien? Was möchte heute zu euch fließen? Und da kommt die Führungsqualität und sie kam auf dem Kopf heraus. Das heißt für mich, dass ihr, die ihr euch für diesen Stapel entschieden habt, Führungsqualitäten in euch tragt. Und dem einen oder anderen ist das bewusst. Da diese Karte aber auf dem Kopf herauskam, würde ich sagen, ist das vielen auch noch nicht bewusst. Diese Karte sagt mir, dass ihr schon einen weiten Weg gegangen seid. Ihr habt schon einiges hinter euch gebracht an Erfahrungen. Und es spielt dabei keine große Rolle, wie alt ihr seid. Es zeigt mir hier auf jeden Fall, dass ihr schon einiges an Lebenserfahrungen getankt habt, in Anführungsstrichen. Und euch das befähigt und es jetzt an der Zeit ist mit der Uhr hier oben, diese Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben. Und das kann im beruflichen Umfeld der Fall sein, das kann aber auch in der Familie, in Partnerschaften oder Freundschaften der Fall sein. Ihr seid auf jeden Fall Menschen, die andere sehr stark profitieren lassen können von dem Wissen, was sie sich schon angeeignet haben. Vielleicht bist du auch gerade heute aufgerufen, hier eine Art von Führung zu übernehmen. So, und du hast die Kompetenzen und das Wissen, was dazu nötig ist. Believe it or not. Glaub es oder glaub es nicht, aber heute könnte ein Tag sein, an dem du ja die Zügel in die Hand nimmst, in irgendeiner Angelegenheit, sei das Job, privat, im Hobby, in der Beziehung, in der Familie. Oder du verspürst immer stärker den Drang, hier eine Führungsposition einzunehmen. Also du fühlst dich vielleicht immer stärker berufen, auch eine Position anzustreben oder eine Beziehung oder im Verein etc. eine Position anzustreben, in der du positiven Einfluss ausüben kannst auf andere. Sehr interessant. So. Ah ja. Wir haben hier die zwei der Schwerter. In diesem Zusammenhang für mich klares Zeichen dafür. Es gibt hier Zweifel, aber sie kamen ne, so ein bisschen seitlich heraus. Du hast hier vielleicht einige Selbstzweifel. Bitte schiebe die beiseite. Schiebe diese Selbstzweifel beiseite. Du hast hier alles, was du brauchst, beisammen, um deinen Weg zu gehen, egal in welchem Bereich. Ja, die Zwei der Schwerter sagt immer, dass wir so ein bisschen den Kontakt verloren haben zu unseren Gefühlen manchmal, zu unserer Intuition. Es ist für mich hier nicht ganz so stark ausgeprägt. Sie kam, wie gesagt, so heraus. Das heißt, du bist hier schon auf dem Weg, dich wieder zu verbinden mit deinen Emotionen, auch mit deinen Leidenschaften. Sehr interessant finde ich, dass wir hier einmal den König der Kelche haben und die Königin der Stäbe. Das sind beides Führungspersönlichkeiten und die sie möchten dich nochmal darin bestärken, dass du jetzt hier deinen Stab, dein Zepter, deinen Kelch in die Hand nehmen darfst, insbesondere heute, aber auch allgemein, ja. Habe keine Angst, du bist dieser Aufgabe gewachsen, du bist sehr wohl in der Lage dazu, Menschen zu führen oder auch dein eigenes Unternehmen zu führen, deine Familie, vielleicht auch in deiner Partnerschaft hier die Rolle der Königin oder des Königs einzunehmen. An Sternzeichen haben wir hier die Wasserzeichen, Krebs, Fisch, Skorpion, wir haben Löwe, Schütze, Widder. Und wir haben die Luftzeichen Waage, Wassermann, Zwilling abgebildet. Ja,
Du bist jemand, der sehr leidenschaftlich sein kann und sehr begeistert oder begeistern kann, andere Menschen begeistern kann für Ideen, für ein bestimmtes Vorhaben. Und du hast aber auch hier sehr starken Kontakt zu deinen Gefühlen, zu deinen Emotionen. Das heißt, du bist auch ein empathischer Mensch, der andere nicht überrollt, nicht verkloppt mit seinem Stab, sondern auch deren Position einnehmen kann und Verständnis hat und mit sozusagen mit Herz und Hand andere Menschen anleiten kann. Vielleicht bist du auch Lehrer oder Lehrerin oder hast in irgendeiner Art und Weise Verantwortung. Und diese beiden Karten sagen mir auf jeden Fall, dass du dieser Verantwortung gewachsen bist und sie auch mit unterschiedlichen Energien und mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen von dir füllen kannst und das auf eine sehr angemessene Art und Weise. Und die Selbstzweifel hier kommen dir vielleicht immer mal wieder in die Quere. Das ist aber. Ja, bitte gib dem nicht so viel Raum. Wenn möglich, schau auch noch mal genauer hin. Warum zweifelst du so an dir? Gibt es da eine bestimmte Situation, die dir da zu schaffen macht in der Vergangenheit vielleicht? Oder ist es allgemein so, dass du dir manchmal vielleicht nicht zutraust, die Königin oder der König zu sein in deiner Welt? Das könnten ganz interessante Fragestellungen sein hier. Schön finde ich auch, dass diese beiden Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Also wenn es heute um zwei Menschen geht, die dir begegnen, oder vielleicht identifizierst du dich auch mit einer dieser Karten und die Geschlechter, die hier abgebildet sind, das sind Energien, ja. Du kannst auch genauso gut eine Königin der Kelche sein oder ein König der Stäbe. Dann wird mir hier angezeigt, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, jemandem begegnest, dass es hier einen Menschen gibt, der mit dir auf Augenhöhe bist. Vielleicht teilst du dir deine Verantwortung auch mit jemand anderem. Das ist ja mittlerweile auch nicht unüblich, dass es zwei Führungspersonen gibt oder vielleicht bist du auch verheiratet und es geht hier um Familienmanagement. Dann zeigt mir das auf jeden Fall, dass dein Partner und du hier auf Augenhöhe seid. Das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Energie und ein sehr guter Ausgangspunkt, um hier etwas erfolgreich voranzubringen. Das gilt natürlich auch für Geschäftspartner. Für Freundschaften, ja, also wenn du mit jemandem hier zusammenarbeitest, dann ist das auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend. Vielleicht geht es auch darum, hier die Führung in einer Beziehung zu übernehmen. Auch dann würde ich sagen, lass hier deine Selbstzweifel mal außer Acht und konzentriere dich auf deine Energie der Königin des Königs. Denn du hast es hier mit jemandem zu tun, der mit dir mithalten kann, mit dem du mithalten kannst. Ja, ihr seid hier auf einer Höhe, auf einem Level sozusagen, auch wenn ihr aus verschiedenen Elementen kommt. Sehr interessant. Wir nehmen mal ein paar Charms dazu. Ach so, ganz kurz nochmal, für die vierjenigen unter euch, für die es hier vielleicht um ein Elternthema geht, hier Mutter, Vater, oder sonstige Autoritätspersonen in eurem Leben, die hier eventuell, vielleicht, es könnte für einige sein, dass ihr einen bestimmten Weg gehen wollt und es gibt hier zwei Menschen, die da vielleicht nicht mit einverstanden sind oder Zweifel haben an dem, was ihr vorhabt, dann lasst euch hier bitte nicht abbringen von eurem Weg. So, dann haben wir hier einmal die Nummer 5 auf dem Würfel, den Hierophanten. Der kam links auch schon heraus. Wir sind in einem Fünferjahr. Der Hierophant ist auch jemand, der Autorität verkörpert, Führungskraft, der sehr stark angebunden ist nach oben, der Vermittler ist zwischen oben und unten, zwischen der spirituellen, geistigen Welt und der materiellen 3D-Welt. Und also nochmal auch, es ist ein Jahr, in dem die Menschen, die sich berufen fühlen, gerufen fühlen, jetzt hier wirklich diesem Ruf folgen dürfen und eine Art von Führungsposition einnehmen dürfen. Sehr spannend. Ah ja, da haben wir ein Wasserzeichen, das zu euch kommt, und zwar der Krebs hier. Passt schön zu den Wasserzeichen, die schon da sind. Und wir haben die Waage. Ja, die Unentschiedenheit manchmal auch mit der Waage, die auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften hat, zusammen mit dieser Karte. Ja, fällt es euch vielleicht schwer, manchmal Entscheidungen zu treffen aufgrund von Selbstzweifeln. Ich hatte das gerade schon mal
erwähnt. Dann haben wir hier Buchstaben für euch, und zwar einmal das Z, das F, das X, das M und das V, Entschuldigung, und das M. Sehr schön. Ich habe den Merkspruch auf jeden Fall gelesen mit den römischen Buchstaben. Ja, lass Cecilia ihren Mantel, war es so? Mantel auf jeden Fall als letztes. Dementsprechend das M für die 1000. Aha, Eselsbrücken, ne? Funktioniert bei mir nicht so. Ist schlecht, wenn man sich dann die Eselsbrücke nicht merken kann. Seid mir bitte nicht böse. Das können, wie gesagt, römische Zahlen sein. Das können Anfangsbuchstaben sein von Personen, Orten, Worten. Vielleicht laufen diese Buchstaben euch auch über den Weg. Das F für die Führungsqualität vielleicht auch nochmal hier. Das X für den Kreislauf, der sich erneuert immer wieder, wie das Rad des Schicksals. Und ihr seid jetzt gerade an der Position, wo es hier nach vorne geht, wo ihr nach vorne geht und auch nach vorne gehen sollt. Also wenn ihr hier einen bestimmten Weg habt, dem ihr folgen wollt, dann ist heute auf jeden Fall ein guter Tag, das zu tun. Lasst euch hier nicht abhalten, macht euch bewusst, dass ihr diese beiden Energien hier verkörpert, egal ob ihr Mann oder Frau seid. Vergesst hier ein bisschen die Selbstzweifel, versucht sie vielleicht zu ergründen, woher kommen sie eigentlich, warum fühle ich mich hier so ein bisschen... aber lasst euch von dieser Energie hier nicht abhalten, euren Weg zu gehen. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier eine hilfreiche Botschaft mitgeben für diesen Tag oder auch für einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie Energien sich hier in eurem Leben darstellen. Und wir sehen uns später noch zu einem Wochenendorakel, zu einem Wochenendreading. Da bin ich mir mit dem Thema noch nicht so ganz sicher. Lasst euch am besten überraschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid oder wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen zum nächsten Portaltag-Orakel. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Ciao!